Das sind wir in einer Maison d'accueil spezialisiert für schwerbehinderte Menschen. Bilder und Tonaufnahmen haben wir wiederum im Arno Rapp und im Florian Damour zu verdanken. Farbe, Licht, Musik. Stricheln und massieren helfen, verschiedene fünf Sinne anzureizen. Die holländische Pflegemethode namens Snöselen dient fürs Wohl der Personen, die hier leben. Auch außerhalb von dem besonderen Raum führt das Pflegepersonal oft die wortlose Kommunikation wider. Für die unangenehmen Beschwerden vom Alltag so gut wie möglich zu lindern. On était bien sans tout ça là. Voilà. Quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui ne parle pas ou quelqu'un qui n'entend pas, c'est pas évident de lui dire attention, tu vas manger maintenant. La cuillère s'approche, mais si la bouche ne s'ouvre pas, on risque de lui faire mal. Donc c'est avec nos gestes, essayer de leur faire comprendre ce qui va se passer. Am Essen kümmert sich jeder eine Person nach der andere. Denn viele haben große Schwierigkeiten mit dem Schlucken. Il y a des méthodes pour éviter la fausse route, le fait de leur donner à manger doucement. Non, Sarah, non. Mais on est là. Mais non, Sarah. Non. Il y a à boire. Tu veux encore un forticrème, je t'en cherche un, c'est pas un souci. Delphine. Salut, jeune fille. Der Doktor kommt jeden Tag, für sehen, ob die Grundbedürfnisse von jedem in Betracht genommen wären. Ob Kinderlet sitzt oder irgendwie weh hat. Allez, un petit sourire. Ouais? Ouais? Peut-être. Non, pas aujourd'hui. Attention, jeune fille. À gauche, gauche! On y va. Polyhandicapé ist eine Person, die schwer, die nicht exakt krank ist, aber die hat viele Schwierigkeiten. Schwierigkeiten zu essen, Schwierigkeiten mit dem Atem, Schwierigkeiten mit der Epilepsie. Hein? Diese Leute die brauchen eine gute Prise en Charge, Pflegung. Was mich interessiert, ist das Sourire. Moi, c'est le premier critère. Hein? Ouais, ça va. Tant que le sourire est là, tout va. Für die Kinesithérapie ist das Wasser der beste Ort. Person tut sich mehr entspannen. Und ohne Rollstuhl kann sie viel größere Bewegungen machen. Dans l'eau, ils sont vraiment dans une position où ils ont aucune pression par rapport aux forces musculaires. Ils sont vraiment libres. Et c'est une chose où ils le sont très rarement parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ils sont tout le temps en fauteuil, tout le temps soumis à des contraintes physiques qui sont très 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 douloureuses pour eux. Oui, ils nous accompagnent. Wichtig ist auch, so gut wie möglich den Kontakt mit der Außenwelt zu behalten. So geht die kleine Gruppe jede Woche auf den Merik. So ein Jahr vielleicht, alle Donnerstag, morgen für unsere Kommission, morgen für unsere Znordas am Samstag. Oui, à la Dame. Da! Voilà. Allez voir la Dame qui est là-bas et demandez-lui ça. Patate. Ah, voilà. Alors, des rouges ou des jaunes? Des jaunes. Ouais. Très bien. Bravo, Christophe. Bravo. Oui, bravo, Christophe. Et moi? Et moi? Oui, vous avez déjà fait. Hein? Pas... Ouais, encore? Richtung Fleischstand, wo es auch noch etwas zu knabbern gibt. Merci. Ça va, Bettina? Encore? Oui. Bon, mais c'est pas tout ça, mais il nous reste des légumes à acheter, hein, Bettina. Au revoir, Bettina. À jeudi prochain. Ich finde es wichtig, dass sie auch auf den Markt kommen und dass die anderen Leute auch den Eindruck hat, dass man die nicht immer neu mit abschließt, sondern dass sie auch
unter die Leute kommen. Noch ein letztes Rädel Wurst und schon ist wieder Schluss für heute. Wir in Rundum melden uns morgen wieder. Bonsoir zusammen.